Mensche, Meinunge, Maultasche. Der SV 49 tagt im Adler. So, als nächstes sollten wir mal besprechen, also, Moment mal, Petra, bevor es hier weitergeht, möchte ich zuerst wissen, warum der Eugen heute nicht da ist. Ja, ich denke, das weißt du, Udo. Der Eugen hat heute Morgen sein Balgenmäher eingeladen, ist aufs Gietli gefahren und mäht dort Wies. Und um die Jahreszeit ist da ja auch allerhöchste Zeit. Aber ich würde gerne aufs Thema kommen. Es geht heute um die Erneuerung der Parkplatzmarkierungen am Vereinsheim. Unsere Parkplätze hat der Charlie 1982 provisorisch mit Dispersionsfarbe auf der Macadam nachgemalt. Das muss man jetzt einfach mal professionell machen lassen. Also bevor wir jetzt davon schwätzen, dass hier irgendeine Profifirma die Parkplätze neu an den Boden nachmalt, möchte ich mal darauf hinweisen, dass die Farbe, die da verwendet wird, Ketone und Furane ausschwitzt und dass wir als Verein so eine Umweltsauerei... Also jetzt Moment mal, der Eugen, der hat doch gar kein Balgen mehr, der hat doch ein Agria zum draufhocken. Da erzählt mir doch einer Geistergeschichte. Also Udo, ich würde vorschlagen, dass du die jetzt mal beruhigst. Das ist doch vollkommen... Für über 50 Kubik hat er gar keinen Führerschein. Ja, jetzt gehen wir doch auch fort. Der Eugen ist im Rasenmäher so erfahren. Eugen und erfahren. Also mich stört einfach, dass es bei uns vom Vereinsheim immer noch keinen Sonderparkplatz für Fahrzeuge mit Anhänger gibt. Das ist einfach nervig. Wenn man da auf dem Weg vom Häckselplatz zurück noch geschwind im Vereinsheim vorbei will, dann muss man vorne an der Hauptstraße parken und das ist doch brutal gefährlich. Wie wollt ihr jemals die Dispersionsfarbe von dem Macadam runterkriegen? Also ich fände das gar nicht so neben der Kapp, wenn der Udo mal nach dem Eugen in seinem Agria-Führerschein fragt. Mir persönlich ist das scheißegal, aber was mal in der Vorstand? So eine Katze ist ohne Führerschein schnell mal über den Haufen gefahren. Ja. Denkt ihr nicht, dass das viel schöner wäre, wenn man statt deine Parkplätze Straßenmalerei nachmachen würde? Leute, ich weiß nicht einmal, was Dispersionsfarbe überhaupt ist. Ich bin gerade froh, wenn der Eugen nächste Woche wieder da ist. Dann soll der mit seinem Agria die Parkplätze nachmalen. Wir brauchen da hin mal einen rechten Orgelspieler. Oh, du schwätzt eine derartige Lette daher.